Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 14. Dezember mit einem kurzen, spontanen Video für dich und zwar mit diesen wunderschönen Karten von Angelina Schulze mit den Tarotkarten. Wenn du dich in einer Seelenpartnerschaft ohne Kontakt befindest. Und jetzt möchten wir die Seite deines Seelenpartners anschauen. Und dafür schließe bitte deine Augen und sende mir deine Gedanken zu, während ich die Karten mischen werde. Konzentriere dich auf dein Gegenüber. Wie wird seine Woche sein, wenn ihr keinen Kontakt habt? Wird er denn auf dich zukommen? Wie entwickelt sich das? Das sind, ich mache hier eine 7er Legung. So, also bei deinem Seelenmensch, bei deinem Seelenpartner ist die Grundenergie, also wirklich hier in Abschied, in Trennung. Also er möchte sich von etwas ablösen, was loslassen, also von Vertrautem. Also auf jeden Fall möchte er in diese ungewisse zu dir kommen, vielleicht auch ein Stück weit wehmütig. Also er fühlt diesen Aufbruch. Also das ist dann so dieses Aufbruch. Man kommt in dieses Neue, man weiß aber auch nicht, was einen so erwartet. Also die Grundenergie ist hier in eine Trennung. Also er möchte einen neuen Weg einschlagen. Auch mit einer ungewissen Zukunft möchte er entgegengehen, also auch in deine Richtung eventuell, wenn ihr jetzt hier keinen Kontakt habt. Das ist die Grundenergie jetzt so in dieser Woche. Wie ist sein Ausgang oder wie zeigt er sich jetzt auch gerade jetzt hier heute, am Samstag, am Sonntag, wie wird jetzt auch die Woche sich entwickeln? Also er hat so ein bisschen Angst einfach von Gesprächen und er geht so ein bisschen aus dem Weg von diesen Gesprächen. Also er möchte keine Klärung, ihr hattet ja keinen Kontakt miteinander. So, er möchte sich so ein bisschen davon stehlen, habe ich das Gefühl, weil das auch für ihn eventuell unangenehm wäre und möchte sich am liebsten aus dem Verantwortung so ein bisschen drücken. Und das ist auch so ein bisschen wehmütig und lässt er hinter sich alles, ja. Er mag wahrscheinlich keine Konflikte und der hat auch wirklich Furcht vor einer Klärung, ja. Generell, so auch in deine Richtung. So, wir schauen weiter, wie entwickelt sich die Woche. Er hat auch eine gewisse Rückschau auf Träume und Menschen und Ziele von damals. Also vielleicht wart ihr sehr vertraut, wart ihr schon zusammen, habt ihr auch schöne Dinge erlebt, also schöne Erinnerungen. Und also es steht für alte Kontakte, aber auch hier genau wie bei dir, also diese alten Kontakte werden neu belebt in dieser Woche. Und möchte man auch gerne diese Erfahrungen nutzen und diese alte Liebe wieder neu zu begegnen. Also es wird eine Wiederbegegnung auch hier stattfinden, weil das einfach auch so alte Erinnerungen nochmal hochkommen. Man schwelgt ja auch in diese alten Erinnerungen und es steht auch eventuell für den Altersunterschied, aber auch wirklich dieses Vertrautsein, aber nach all der Zeit sich wieder irgendwie neu begegnen, neu kennenlernen. So sehe ich das, so entwickelt sich seine Woche.
Und also in deine Richtung, also da kommen die drei Stäbe. Also es ist, er hat auf jeden Fall eine sichere Ausgangsposition und er hat auch gute Absichten. Also wenn er auf dich zukommt, also er wird auf jeden Fall liebevoll auf dich zukommen und er hat auch hier eine positive, also wird auch eine positive Verlauf das Ganze haben. Also das darfst du vertrauen, also und auch zuversichtlich sein. Also das ist die Grundenergie ist dafür gegeben, dass da auch was daraus wachsen kann, werden kann, Erfolg sich entfalten kann, weil die schaut hier auch in wirklich in so eine Sonnenseite. Also wirklich die, der Meer ist ja wirklich die Weite. Also es sind viele Möglichkeiten da und das ist wirklich auch eine gute Basis auch für die Weiterentwicklung. Die Sonne scheint hier, er schaut in der Weite, schaut bis ans Horizont, ja, also da ist schon also Möglichkeit auf jeden Fall da von seiner Seite. Wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Dann kommt, also an der vierten Stelle kommt ja hier die Chance auf ein gutes Ergebnis, also wird auch irgendwie eine geistige Chance hier erhalten und er wird auf jeden Fall diese Chance nutzen. Und wird er auch diesen Ziel verwirklichen und er kommt auch in seine innere Sicherheit und Stabilität und es wird ihm auch diese Sicherheit in der Liebe geben und auch die Chancen für einen Neubeginn, für eine wertvolle Partnerschaft mit dir. Und wie du jetzt auch siehst, also es kommt hier wirklich die neuen Kelche, das steht für Glück, für gute Zeit, etwas erreicht zu haben. Und also es ist jetzt an der Zeit, wirklich das Leben gemeinsam zu genießen. Es steht auch allgemein für Glück in der Liebe. Also ich sehe hier Richtung Weihnachten immer mehr, dass er das so in seine Seele fühlt und also immer mehr sich nach dir sehnt. So, und wie geht es weiter? Da kamen die fünf Münzen, natürlich kamen auch wieder Gedanken, kommen die eventuell hoch, was wenn finanzieller Engpass jetzt da ist, was wenn eine gewisse Unsicherheit und was wenn der jetzt auch finanzielle Verluste hätte, wie könnte er die Zeit überstehen, das wäre für ihn eine Härtetest, also das ist so, vielleicht würde er sich dir auch unterlegen fühlen, wenn er dir das alles nicht geben könnte. Vielleicht solche Gedanken kommen auch wirklich in ihm hoch. Aber der geistige Welt sagt ja, wie du das siehst, also diese Hand immer hier, diese Asskarten sind immer wie so aus dem geistigen Welt eine Hand, die jetzt sagen wir mal wirklich etwas auch zeigt. Hier zeigt er die Münze, hier zeigt er die Stabilität, diesen Stab, also es geht hier wirklich darum, dass der auch Chancen bekommen wird zu wachsen und auch den Mut und die Kraft wird er auch bekommen. Also es geht wirklich darum, auch wenn so Gedanken hochkommen, wieder mal wegen der Finanzen, wegen der Stabilität, also auf jeden Fall kommen auch Chancen für die Entfaltung da und auch der Mut und auch der Kraft, dass er das dann auch wieder durchzieht und durchsetzt, ja. So, dann fragen wir, wie geht es weiter? Also Richtung Ende Woche in deine Richtung. Also er wird auf jeden Fall alles nochmal überprüfen, also ganz verantwortungsbewusst und entschlossen wird er auf dich zukommen. Also der ist sehr klug, er wird das auch wirklich planen und ja, also der wird auf jeden Fall in seine Unabhängigkeit auf dich zukommen. Also wird dann wirklich klar und entschlossen und unabhängig auf dich zukommen. Und wie du auch siehst, also zum Ende der Woche wird es also wirklich in seine Kraft kommen. Da ist der Magier und er weiß auch ganz genau, dass es Zeit zum Handeln ist. Und wirklich entscheiden, seinen Weg zu gehen und also auch seine Fähigkeit zu nutzen. Also es beginnt wirklich eine neue Phase.
Und er kann seine Pläne umsetzen. Vielleicht jetzt wirklich kurz vor Weihnachten, dass er dich anschreibt, dass auf dich zukommt. Also da zeigt sich auch das Verzaubern, auch die Anziehungskraft wird auch sehr, sehr positiv. Also unglaublich, also es entwickelt sich wirklich bei ihm großartig, auch wenn er jetzt noch Angst hat hier von der Klärung, also dieses alte Gefühl wird auf jeden Fall bei ihm auch wirklich hochkommen, ja, also er erinnert sich an eure Zusammensein und ich frage jetzt einmal um eine Karte, Lektionen deine Seele von James von Prag, auch, also die Karten habe ich auch seit längeren, das habe ich von meiner Freundin, die Silvia, die auch hier diese wundervolle Steine laden hat, die auch in meinem medialen Kurs dabei ist. Und ja, das Vertrauen kommt hier nochmal zu deinem Seelenpartner, also seine Seele sagt ihm, habe Vertrauen, ich bejahe, dass meine innere Stimme mich immer richtig leiten wird. Also er wird auf jeden Fall mehr in sein Vertrauen kommen und das ist doch schon unglaublich positiv. Also wie du siehst, also auch in seinem Mut, auch in seine Kraft, er wird auch die Möglichkeiten nutzen, kurz vor Weihnachten auf dich zuzukommen, ja. Und was sagt jetzt nochmal die Botschaft in deine Geistführer? Was sagt dein Geistführer oder sein Geistführer zu ihm? Das ist ja jetzt für deinen Seelenpartner. Sein Geistführer sagt für ihn, übernimm Verantwortung für dein Tun. Also endlich ist es Zeit, wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und ja, dafür auch gerade zu stehen, also das ist immer, Verantwortung zu übernehmen, ist auch immer ein Stück weit daran wirklich zu wachsen auch, ja, erwachsen zu werden, sich nicht mehr davon zu stehlen, sich zu trauen. Und das finde ich schon mal großartig. Ich werde jetzt nochmal von Amos Botschaften eine Karte, das sind hier diese Liebes-Orakelkarten, und zwar von Toni Carmine Salerno. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal also eine Karte ziehen, was der Amor für ihn bereithält. So, und er bekommt hier die Kraftsymbol. Ja, Kraft. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen. Umzugehen. Also wenn jetzt in einer schwierigen Situation sich befindet, er wird die Kraft haben, Nein zu sagen und zu gehen und für sich selber zu entscheiden. So, ich hoffe, du konntest das auch für dich annehmen in deine Situation, wenn du jetzt keinen Kontakt mit deinem Seelenpartner hast. Das wird eine Wochenentwicklung so in etwa für ihn sein, in deine Richtung. Und wenn du damit in Resonanz gegangen bist, freue ich mich natürlich über ein Like und freue mich umso mehr, wenn du natürlich meinen Kanal abonnierst und das nächste Mal auch live dabei bist. Solltest du das Gefühl haben, du möchtest gerne an eine persönliche Beratung buchen, sehr gerne, unter dem Video findest du den Kontakt zu mir. Und natürlich kannst du mir eine E-Mail zusenden über den Kontaktformular. Und am besten schreibst du auch deinen Wunsch auf, Wunschtermin morgens, mittags oder abends, wann dir am besten ein Termin zusagen würde, damit ich das auch so ein bisschen berücksichtigen kann bei der Terminvergabe. Natürlich, wenn du mein Monatsangebot noch nutzen möchtest, das finde ich total spannend, also eine ganz intensive Jahreslegung und zwar im Videoformat. Also das wird ganz ausführlich. Ich lege eine große Skatlegung allgemein für dich und gehe jeden Monat einzeln auf dich ein, was dich auch erwartet. Kannst du das natürlich auch noch in Anspruch nehmen, wenn du das natürlich bis Silvester haben möchtest,
dann wird es auch Zeit, das wirklich hier zu buchen, damit du das auch noch bekommen kannst. Natürlich, wenn du mein Wochenangebot in Anspruch nehmen kannst, hast du heute und morgen noch die letzte Möglichkeit, das zu diesem Preis zu buchen. Schau dich einfach in meinem Shop um. Am Montag kommt das neue Wochenangebot. Und lass dich überraschen, was auf dich zukommt. Also eine wunderbare Wochenangebot. Ich freue mich darauf, wenn du natürlich da auch immer wieder mal in meinen Shop hineinschaust. Ich wünsche dir ein schönes dritten Advent morgen. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.